Grüße und herzlich willkommen bei Busy Bee from Germany, liebe Mitsammler. Heute möchte ich das Thema Sticky Legs oder auch klebrige Beine auf Deutsch behandeln. Es ist ein Phänomen, das vom Weichmacher in den Beinen verursacht wird. Die genaue Bezeichnung lautet Patalate. Einige Barbies bekommen klebrige Beine und andere nicht. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum ist das so? Um ehrlich zu sein, ich bin kein Chemiker. Und ich bin nicht 100% sicher, aber ich vermute, dass es sich dabei um eine Art Zersetzungsprozess handelt. Ich weiß, dass Plastik nicht so verrotten kann wie organisches Material, aber es kann altern. Du siehst das am Vergeben von Plastikmöbeln oder Fernbedienungen. Das ist meine Vermutung, obwohl ich es auch schon an jüngeren Barbies, an Sammler-Barbies gesehen habe. Einige Sammler sagen, die Puppen können in ihren Kartons nicht atmen. Aber kann Plastik wirklich atmen? Ich habe meine Zweifel daran. Jedenfalls brauchst du für die Behandlung Isopropanol und Q-Tips. Du tauchst den Q-Tip in den Iso ein und reibst damit mit dem Q-Tip die Beine ab. Im Q-Tip bleibt dann etwas Gelbliches oder Grünes hängen. Das ist der Weichmacher und der erste Schritt. Für den nächsten Schritt brauchst du einen Messbecher, hoch genug, dass die Barbie-Beine reinpassen, und heißes Wasser. Ich habe gerade keine Barbie mit klebrigen Beinen als Vorführobjekt hier. Daher nehme ich ein paar Barbie-Beine, die bei mir vorhanden sind. Ihr füllt den Messbecher mit dem heißen Wasser auf und steckt die Beine rein. Nach ein paar Minuten taucht ein durchsichtiger Ölfilm auf der Oberfläche auf. Das ist der Weichmacher. Ich hatte mit dieser Methode noch keine Probleme hinsichtlich Verfärbung durch Metallgelenke, Kniegelenke. Du nimmst die Beine nach ein paar Minuten wieder aus dem Wasser und trocknest sie ab. Danach brauchst du Babypuder. Du puderst die Beine damit ein und massierst den Puder ein. Klingt seltsam, hilft aber viel. Ich habe es selbst schon an einigen Barbies gemacht und die klebrigen Beine kamen nicht wieder. Danke fürs Reinschauen. Jeden Freitag kommt ein neues spannendes Video für dich.